So, wir haben jede Menge Stuff. Ah, das wird ein bisschen problematisch. Wenn, dann müssen wir uns nochmal neue Wasserbehälter da unten bauen. Wenn wir keine Base haben. Wobei, das hier ist eigentlich auch nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Machen wir mal gucken. Strahlenschutzanzug. Und da ist auch der Strahlenschutzhelm dabei. Das ist zweimal Blei und zweimal Fasergewebe. Das ist nichts. Das können wir locker craften. Ich dachte, das wäre schon ein bisschen schwerer. Obwohl, wir haben kein zweimal Blei, oder? Haben wir zweimal Blei? Zweimal Blei ist vielleicht am Anfang doch schon ein bisschen was. Upsa, ich will nicht den Namen ändern. Einmal Blei. Und hier. Zweimal Blei. Oh, gut. Gut, 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 gut. Dann gehen wir doch einfach mal hin und holen uns ein bisschen Fasergewebe. Was liegt denn da? Da ist auch noch was zum Scannen. 3, 4. So, Inventar voll. Gut. Das hier, haben wir die schon? Ne, die hatten wir auch noch nicht ganz. Ne? Da hat uns noch eins gefehlt, glaube ich. Zack. Jetzt können wir uns auch Markierungen machen auf der Map. Mit diesen Signalbojen. Da, den Fabrikator brauche ich. Wir wollen machen hier Fasergewebe, genau. Fasergewebe muss ich erstmal machen. So, da braucht man zwei Spuren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es reicht. Nee, natürlich nicht, weil das Inventar war voll. Jetzt kann ich aber wieder eine aufnehmen. Da müssen wir nochmal eine aufnehmen. Die holen halt 4 Plätze weg, ne? Und wir hatten 3 Stück dabei. Das sind 12 Plätze geforzt. Das ist ziemlich viel. Aber egal. Das macht jetzt nicht einen gravierenden Unterschied. Ich liebe das Spiel und seine Art Idylle auch irgendwie, obwohl es auch zum Teil ein bisschen bedrohlich ist. Aber insgesamt ist es echt chillig. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und es macht euch Spaß, es zu schauen. Weil ich finde es halt echt ein geniales Spiel. Es ist voll wert. So. Strahlenschutzanzug. Den müssen wir jetzt auch automatisch anziehen. Ja, ja, genau. Oh, warte mal. Flossen sind da neue dabei. Ah, nee, Quatsch, das waren Handschuhe. Okay, gut. Handschuhe sind gut. Gut, gut, gut. Der Kompass wäre zum Beispiel etwas, was dann oben links hinkommt. Und auch diesen Visor, den ich euch erzählt habe, in einem der vorherigen Folgen vom Scanner Room. Der kommt dann auch da oben hin. So. Beim Strahlenschutzanzug könnt ihr natürlich nicht den Dings anziehen, den, das Kreislauftauchgerät, das wir jetzt noch gar nicht haben, was auch gerade gar nicht so schlimm ist. So, trinken wir noch ein Schlückchen, dann sind wir gut genährt, wenn wir gleich loslegen. Ich glaube, wir gehen tatsächlich noch. Ach so, der Schneider fehlt mir ja noch. Da wollte ich doch mal gucken, was wir dafür noch brauchen. Werkzeuge, Pfadfinder-Werkzeug gibt's auch. Und dann hier Laserschneider. Ach, da fehlt uns noch. Oh, da fehlt uns noch zweimal Diamant und Höhlenschwefel. Okay, okay, okay. Ich habe eine Idee. Wir holen jetzt erstmal hier Titan alles mit, das hier mit. Titan brauchen wir ziemlich viel, wenn wir jetzt wirklich bauen möchten. Quarz brauchen wir auch sowieso immer viel. Mehr bräuchten wir da. Ah, der Höhlenschwefel haben wir sogar noch einmal. Das ist schon mal gut. Da fehlt uns nur noch der Diamant. Noch eine Überlegung. Ne, hier ist nichts mehr, was wir noch brauchen, oder? Ich glaube erstmal tatsächlich nicht. Ne, ne. Man könnte das Kupfer noch mitnehmen. Mal gucken wir mal, was hier ist. Und da werden wir doch tatsächlich erstmal jetzt heute hier in dieser Folge anfangen mit dem Basebau. Lithium brauchen wir jetzt tatsächlich nicht. Das holen wir noch mit. Und bauen uns schon mal so ein klein bisschen die Base vor. Da ist noch Titan drin. Ja, Titan wäre jetzt schon nice.
Aber ich kann jetzt auch nichts austauschen hier. Naja, egal. So, wo war das nochmal? Wir könnten uns ja einfach... Das muss ja auch nicht die endgültige Base hier sein. Aber dass wir uns hier schon mal klein ein bisschen niederlassen. Weiß ich auch schon genau wo. So, das hatten wir ja gefunden, ne? Ja, ja genau. Haben wir schon aufgemacht. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Ne? Ich weiß genau, wo ich die Base bauen möchte, aber ich weiß nicht genau, wo es ist. Oh ne, das hier ist nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier ist a little bit dangerous. Ach, wo waren das jetzt nochmal? Das Geile ist, wir haben ja auch keine Boje gebaut, um das zu markieren. Irgendwas hat mich gejagt, glaube ich, mal kurz. Ja, das muss eigentlich in diese Richtung sein. Das muss eigentlich in diese Richtung sein. Bin ich mal ziemlich sicher. Unsere Rettungskapsel ist zwar ein bisschen anders als bei mir im Spiel. Ich glaube, meine ist weiter nach da. Ich glaube, man hat nicht immer den gleichen Startpunkt. Bin mir aber auch nicht 100% sicher. So oft habe ich jetzt auch noch nicht angefangen, das Spiel zu spielen. Und das andere liegt sehr weit zurück. Ich glaube, da sind doch... Doch, da unten ist es. Das, da wollte ich hin. In dieses Gebiet mit den roten Gräsern. Rotgrasgebiet. Wir müssen nur nicht unbedingt ganz so tief. Irgendwo hatten wir da eben diese Rettungskapsel gefunden. Und ganz dort will ich eigentlich hin. Ich weiß nur nicht genau, wo das war. Das müsste eigentlich weiter oben hier irgendwo gewesen sein. Oder? Ja, hier. Ich glaube... nee, warte mal. Ja, die Dinger hier sind öfters mal vorgekommen. Oh, fuck. Wie finde ich denn das jetzt am dümmsten? Erstmal ein bisschen Luft schnappen hier. Ich könnte eigentlich auch noch mal einfach die Rettungskapsel aktivieren. Ich weiß nur nicht mehr, welches war. Aber das werden wir ja rausfinden. Warte mal. Nee, ich dachte gerade, ich hätte was gesehen. Untiefen waren es nicht, oder? Oder war es die Untiefen? Wir machen einfach mal alles an und aus und dann sehen wir es eigentlich wieder. Das ist das mit einem hochrangigen Offizier an Bord. Defekten Seekleider. Untiefen. Das könnte es sein, ne? Oder ist es... Ne, das hier ist es nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, das hier ist es. Aber ich müsste lügen. Doch, das könnte es... Oder? Ach, Mann, ey. Ne, das kann es nicht sein. Eigentlich müsste es dann doch eher... Hier ist das mit dem Höhlensystem sein. Genau, doch, das ist auch das am Höhlensystem. Ja, 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 ja. Komm. Das, was ich am meisten ausgeschlossen habe, das ist es. Ja, wie immer. Untiefen weg, das hier weg. So. Ah! Pimmelgesicht. Das ist wirklich... Ja, Pimmelnase hat der. Pimmelnasenelefant. Wasserkuh. So irgendwie heißt der. Das ist Tatsache. Habe ich rausgefunden. Ich habe die Entwickler gefragt, wie der heißt. Und die haben geschrieben, das ist der Pimmelgesicht-Elefanten-Wasserkuh. Auch abgekürzt. Pigel. Oh, nee, wir lassen das. Pigel-Waku. Pigel-Waku. So, heißt einfach kreisen. So, Inventar voll. Ja, wir hatten schon Laserschneide-Fragment. Oh. Ist da ein Raubfisch? Ja, da kommt er geröbert. Sau. Darf ich hier täuschen? Ist das auch wieder ein Laserschneide-Fragment? Ja, auch mal nicht. Also, können wir jetzt nicht aufheben. Sagen wir es mal so. Genau. Ist aber gar nicht. Doch, da habe ich gebaut, bei mir, glaube ich. Auch noch mal kurz Luft holen.
Und dann holen wir uns das Konstruktionstool zur Hilfe und bauen gleich hier unten mal irgendwo hin. Gucken uns mal eine schöne Fläche, dass wir uns auch irgendwie was bauen können, ohne... Wir haben jetzt natürlich kein Blei... Geh weg von meiner Seemotte. Ich will die scannen. Ich glaube, die hatten wir noch nicht ganz. Doch, hatten wir. Toll. Nice. Ja, hier... Kann das sein, dass die Welt auch ein bisschen anders aussieht mit jedem Mal? Nee, ne? Eigentlich nicht. Okay. Ich würde sagen, wir bauen hier auf dem roten Gras. Das sieht ziemlich großflächig aus. Und dann fangen wir an. Boah, da hinten ist auch ein Wrack. Ja, wir bauen jetzt einfach. Hier ist mal egal. Konstruktionstool. Au! Beißer! Ich hasse euch. Geh weg, ihr kleinen Mistviecher. Mehrzweckraum. Auswählen. Ja. Kann ich nicht bauen. Na, klasse. Manchmal ist das in dem Spiel aber auch ein bisschen verflucht, ey. Warum kann ich das jetzt nicht bauen hier nirgends? Ey, willst du mich verarschen? Ist das zu nah am Wrack oder was? Hier könnte ich bauen. Ja, ja, ja. Das Problem ist, ich sehe auch hier nichts, ne? Das macht das Bauen auch nicht sehr angenehm. Dann machen wir es erstmal weg hier und gehen nochmal oben Luft schnapulieren. Das ist ein bisschen blöd manchmal. Vor allem, ich will gucken, dass ich auch ohne große Hindernisse bauen kann dieses Mal. Und ja, das wäre halt schon geil, wenn dann die Baufläche frei ist relativ und nicht ständig irgendwo nicht geht, das Gebäude. Weil dann kannst du auch schwer weiterbauen. Das finde ich insgesamt ein bisschen blöd bei Subnautica. Man könnte hier so schön bauen und... Aber irgendwie habe ich es nicht, entweder habe ich es nicht verstanden, ich bin zu blöd, oder hier bauen wir uns hin. Bauen wir erstmal den Mehrzweckraum. So, und ihr seht auch da die Hüllenstärken und so, die sind auch wichtig. Zack, das wird ein längerer Aufenthalt. Können wir ein Solarpanel schon bauen? Jawohl, ich habe alles dabei. Ich bin ja mit am Denken. Am Mitdenken, denkerisch. Jetzt wird es natürlich gerade Nacht. Da bringt uns das Solarmodul auch nicht so viel, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Normal nicht, aber wer weiß, ob das in dem Spiel... Nee, ich glaube, das berechnet es tatsächlich. Ja, null Energie, ihr seht. Und deswegen kriegen wir hier auch keinen Sauerstoff, weil jetzt einfach keine Energie drin ist. Müssen wir warten, bis die Sonne scheint. Holen wir uns nochmal Luft. Was habe ich noch an Titan dabei? 2, 3, noch einen Raum würde es reichen. Das wäre aber blöd. Ich würde eigentlich lieber einen Spind bauen. Naja, gut. Hauptsache, wir kriegen jetzt mal ein bisschen Material los. Wir könnten eigentlich noch einen Raum dranhängen. Mal gucken. Weil das würde ich... Ah! Alter! Hier, Raum! Oh, ich bin zu dumm. So, das geht schon wieder nicht, oder was? Ne, ich glaube, du kannst die Räume nicht so aneinander hängen. Ich muss ja erstmal ein Verbindungsstück bauen. Ja. Genau. Stimmt. Ja, ein X-Segment am besten. Das. Warum geht das jetzt nicht an? Alter! Man hat ja auch nicht so die gute... Ja, genau, hier geht's. Man hat ja auch nicht so die gute Sicht, ne, beim Bauen. Ja, aber so ist das ja schon mal gut. Jetzt haben wir wahrscheinlich nicht mehr genug für einen Raum, genau. Ach, das hier ist ja auch gar nicht so teuer. Das geht ja auch. Das geht ja auch. Da können wir noch einen Shot reinbauen. Der ist auch nicht so teuer. Also den Bioreaktor, den können wir uns auch relativ früh machen. Das Problem ist, wir haben jetzt kein Blei, sonst hätte ich noch hier ein Fundament drunter gebaut. Das gibt auch wieder Stabilität. Und eben...
eine Möglichkeit, noch Beete, Außenbeete drauf zu bauen und so. Ja, aber so steht unsere erste Base mal. Das Problem ist, ich habe keine Boje und ich kann mir das nicht markieren. Und ja, wir sind in der Nähe von dem Ding da hinten. Von der Rettungskapsel. Und wir müssten dann 800 Meter, 839 Meter von unserem Teil hier weg sein. Das werde ich versuchen, irgendwie umzusetzen. Dass wir das rausfinden, dass wir das hinkriegen. So, wir brauchten eigentlich noch den Plasmaschneider, ne? Den brauchen wir eigentlich auf jeden Fall. Da könnten wir uns nochmal hier, also der Laserschneider, und da brauchten wir zwei Diamante dafür. Das ist das Problem, die Diamante sind gar nicht mal so leicht zu bekommen. In den Regionen, wo wir rumhumpeln. Ich könnte es natürlich riskieren. Ich weiß aber nicht, ob das gut geht. Mit einem Kreislauf-Tauchgerät wäre das vielleicht, hätte das vielleicht funktioniert. Aber so. Ich weiß nicht. Bin da noch nicht so überzeugt von, dass das funktionieren wird. So, Verkaufsautomat haben wir nochmal. Könnten wir nochmal Metallschrott mitholen für nochmal mehr Titan, aber ich will jetzt eigentlich auch nicht so viel mitnehmen. Weil das kann ich jetzt auch nicht umwandeln, außer mit einem Fabrikator. Ansonsten würde ich es mitholen. Wenn ich jetzt Titan direkt kriege, wie hier. Das war ja von unserem Scan. Wenn wir da nochmal 6 bekommen würden, haben wir. Genau, dann können wir nochmal einen Raum dran bauen. Jetzt muss ich erstmal nochmal finden. Wo ist. Ja, ja, ja. 30 Second Mars. Genau. ...839, wollen wir einfach mal nach hinten. Und da muss es ja irgendwo auf dieser Linie liegen. Und das wissen wir dann schon mal. Da ist er. Nice. Ah, guck mal, jetzt gerade mit Energie versorgt worden. Alle Hauptsysteme in Betrieb. So, und jetzt geht wieder nicht, ist rot. Warum ist denn das hier rot, Mann? Hier geht's. Okay. Und hier? Hier ran geht's wieder nicht. Verstehe ich nicht, warum das hier nicht rangeht. Vielleicht muss man hier weiterbauen mit weiteren Wegen. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir auch wieder Minus-Hüllenstärke bekommen. Ihr seht schon, das sieht schon spektakulär aus, was wir hier bauen. So, jetzt würde ich mal gerne wissen, kann ich das... Das kann ich hier dran... Ah, guck mal, das kann ich hier ran machen. Es kann sein, dass wir dann noch so eine Verbindung brauchen, bis wir dann nochmal so ein rundes Teil bauen können. Wir können aber auch übereinander bauen, zum Teil, ne? Wir könnten jetzt hier auf das Rote noch ein, auf das Runde noch ein rundes draufbauen und können das dann mit Leiter verbinden hier. Dann hast du zwei Räume übereinander verbunden. Was ist denn das hier? Naja, so muss es aber, oder? Müsste das so oder so? Ist egal, ich glaube, ist beides möglich, ne? So hat es noch Stelzen. Nee. Wenn es Stelzen hat, ist es frei gebaut. Es müsste eigentlich so drauf, meiner Meinung nach. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht sagen. Wollen wir mal gucken. Mit dem Bauen bin ich noch nicht so vertraut. Also, das ist für mich auch ein Mysterium hier, das Bauen. Ich glaube, man könnte hier so schöne Sachen machen, wenn das Bauen ein bisschen besser gehalten wäre. Aber es kann natürlich, wie gesagt, es kann sein, dass ich einfach zu doof bin. Oder dass ich halt noch nicht weiß, wie man es hier richtig anwendet. Das will ich nicht abstreiten. Weil so viel habe ich mich mit dem Bauen hier auch noch nicht beschäftigt. Erst vor kurzem jetzt, wo ich angefangen habe. So, da hätten wir so einen Höhleneingang. Und da könnten wir halt auch Diamanten finden. Aber wir dürfen uns hier auf keinen Fall lange aufhalten. Passing 200 Meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Und da oben ist gar nichts an Knubbeln, oder? Da ist Magnetit. Das können wir schon mal mitholen, wenn wir hier sind. Nochmal Magnetit. Da müssten wir jetzt die Diamanten.
holen, aber... Nee, 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 nee. Muss hier raus. Wird jetzt schon wieder eng. Das wird eng. Aber wir schaffen es, glaube ich. Die 100 Meter schaffen wir in 30 Sekunden. Scheiße, aber du hast hier keine Zeit. Weil wir zu tief runter müssen. Aber ja, die andere Sache ist, wie soll ich jetzt an Diamanten kommen? Für die Laserschneider. Da müsste ich tatsächlich erst die Seemotte bauen mit der mobilen Fahrzeugstation. Seemottenfragment. Hier, du beißt mal in den Hintern. Ah! Das ist eine heikle Geschichte. Ich hier mit meinem Wasserkleider hier rum. Turbodüse. Hier ist auch noch so ein Loch. Titan. Hier kommen wir nochmal runter. Vielleicht finden wir hier schneller was. Was ist denn hier? Salzablagerung. Unten ist Quarz. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht tief genug hier auf dieser Ebene.